Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, die Gilde 1. Wir starten rein in das Spiel. Wir hatten zuletzt am Ende der Runde aufgehört und sind gespannt, was jetzt Neues auf uns zukommt. Ich meine, es steht eine Ratssitzung an. Irgendjemand im Rat, der uns nicht leiden kann, hatte, glaube ich, vor, uns abzusetzen. Ich bin gespannt, ob das gelingt. Nach wie vor bin ich nicht bereit, meine hart erarbeiteten Münzen in Bestechungsgelder zu investieren. Also schauen wir doch mal, wohin das führt hier. Einen der städtischen Informanten droht die Absetzung. Spitzel Cucarino Cook soll abgesetzt werden. Wie wollt ihr euch als Spitzel entscheiden? Ich bin natürlich dagegen. Aber hier, wir sind nicht so besonders beliebt im Rat der Spitzel. Ja, die sind sehr dafür, dass wir abgesetzt werden. Hier, Christian Töltenhoff kann uns nicht leiden und Karl Cantinu kann uns auch nicht leiden. Damit ist die Absetzung beschlossene Sache. 3 zu 1. Tja, das war's mit unserer Karriere als Spitzel. So, wir bekommen wieder 5 Aktionspunkte hinzu. Ich habe es nicht hingekriegt, diese Grafikverschiebung hier aufzulösen, ohne dass ich die gesamte Spielgrafik kaputt mache. Das ist ein bisschen schade. Irgendwo explodiert was. Hier ist ein Haus in Flammen aufgegangen. Ah, es ist schon gelöscht worden. Na, Gott sei Dank. Zum Glück. Ein Gewitter. Da hinten ist irgendwie so ein grüner Zauber im Gange. Was auch immer das bedeuten mag. So, gucken wir mal, wie es um unseren Kräuterladen hier steht. Ein Haufen Leute haben keine Arbeit. Unsere Kräuter. Lager sind einigermaßen voll. Wir haben den Frühling genutzt, um jede Menge Kräuter zu sammeln, denn ich hatte ja festgestellt, dass im Winter schlecht ist mit Kräutersammeln. Das heißt, wir müssen den Frühling tatsächlich nutzen und dann im Winter ordentlich produzieren. So, jetzt müssten langsam die Arbeiter eintreten hier. So, unser Lager ist ausgebaut. Produktionslager können wir. Produktlager, also das ist hier unten. Könnten wir noch eins hinzufügen? Machen wir das doch mal. Schadet ja nichts. So, sind sie jetzt da, unsere Arbeiter? Ich habe keinen gesehen. Ah doch, die sind da, ja. So, dann schicken wir hier mal die Leute noch. Auf jeden Fall Lavendel brauchen wir noch. Und wir schicken auch noch mal einen Jasmin holen. Und er hier ist noch immer an Dr. Faustus Elixier dran. Jemand hat uns bestochen? Wer hat uns bestochen? Und warum? Ja, also im Frühling ist 17 Lavendel, also im Frühling ist wirklich gut mit Kräutersammeln. Ich bin gespannt im Sommer jetzt. Okay, hier wurde fleißig geheiratet. Und Denunziant Karl Cantinu hat uns mit 575 Talern bestochen. Das ist sehr nett von ihm. Da ich jetzt aber keinen Titel mehr habe. Distillenkolben haben wir jetzt. Ah, hier. Distillenkolben, sehr schön. Lang lebe der Papst. Geheimfach. Ja, Geheimfach nehmen wir doch gerne. Jetzt sind wir hier. Produktivitätsbonus, ist noch was offen? Okay. Schutz vor Einbrüchen. Kräuterausbeute. Gucken wir mal. Ich denke, im Keller gibt es ja noch Erweiterungen. Fliegenglas. Ja, wir müssen erstmal wieder Kohle machen. Ich meine, hatten wir noch den Wagen hier stehen? Ja. Die Preise fürs Elixieren. Ja, 931. Das war doch ein ganz guter Preis, oder? Ich glaube, das war ein guter Preis. Den nehmen wir jetzt mal. Fühlt euch übel mit.
und gehen in den Kräuterladen. Man spielt uns übel mit, wir sind wieder bedroht worden, oder? Ja. Denunziant Karl Continu. Erst besticht er uns und jetzt versucht er uns Angst einzuflößen. Vielleicht hat er Angst vor uns, das kann eher sein, ne? Der Papst ist tot, lang lebe der Papst. Dann gucken wir doch mal, wie es in unserem Haus so steht. Können wir einen Meistergrad? Ja, wir können einen neuen Meistergrad erlangen. Und das möchten wir natürlich tun. So, jetzt haben wir 5000 Pfund Pfennig. Das ist doch schon mal ordentlich. Ich glaube, wir hatten aber auch noch die Option, genau unser Gebäude zu erweitern, da wir im Meistertitel schon ziemlich stark aufgestiegen sind. Das heißt, ich würde jetzt ein bisschen sparen und schauen wir mal, ob wir hier dazu kommen, unser Gebäude zu erweitern. Wir können ja mal ein paar Ausdauertränke verkaufen. Und den Karren wieder zum Markt fahren. Das ist halt super, dass das hier direkt vor der Haustür ist. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Statt in Albus Thaler grüßt euch freundlich. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verlieren, einen höheren Meistergrad zu führen. Okay. Ihr seid Alchemist. Wir sind jetzt Alchemist. Erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Tinkturei, den Kräuterladen und die Alchemistenstube. Gezeichnet die Geheimgesellschaft des Heiligen Gral. Okay, also wir haben einen höheren Meistergrad erlangt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut hörbar ist. Ich habe in den vorherigen Videos gesehen, dass der Ton von der Hintergrundkulisse ein bisschen schlecht war. Und ist dann irgendwie schwierig, weil der sehr offensiv ist, der Ton, der Sprecher. Da ist gleichzeitig Quatschen irgendwie doof. So, also Albertus Thaler grüßt uns freundlich, hochgeschätzter Kokorino Cook. Ich grüße euch in meinen und im Namen meiner Familie. Diese unsinnige Fehde hat unser beider Familien in den letzten Jahren viel Leid beschert. Drum lasst uns diesen Zwist beilegen und die Hände reichen. Mögen unsere Familien in den kommenden Jahren friedlich in Nürnberg zusammenleben. Hervorragend. So, wir haben 15 Lavendel und 11 Lavendel. Das ist schon mal nicht so gut wie im Frühjahr, muss ich sagen. Aber es ist immer noch besser als nichts. Und drum würde ich sagen, die haben schon Feierabend jetzt. Wir sammeln noch mal ein bisschen was. Wobei, jetzt ist ja Feierabend. Das heißt, viel wird jetzt da eh nicht mit passieren. Christian Töltenhoff möchte auch den Zwist beilegen. Den harten Konkurrenzkampf, der so viele Handelshäuser bettelarm macht und ihre Oberhäupter in den Schuldturm bringt. Lasst uns den Zwist beilegen. Jetzt, wo er mich aus dem Amt gekickt hat, da steht er, jetzt will er plötzlich den Zwist beilegen. So, Meistergrad haben wir. 16 Jasmin, danke für die Information. Also im Frühling ist deutlich am besten. Okay, das Haus haben wir gesehen, das explodiert ist. So, unser Gewinn 2700. So, ja. Weil wir Alchemist sind, erhalten wir jetzt einen zusätzlichen Aktionspunkt. Das ist cool. Das ist doch sehr gut. Können wir gleich mal schauen. Hier brauchen wir aber... 12 brauchen wir hier inzwischen. Okay. Das ist natürlich dementsprechend auch ganz schön viel. 12. Wir kriegen nächste Runde 6 dazu. Das heißt, dann könnten wir es machen. Aber wenn wir hier 4 ausgeben, nicht. Also sparen wir uns diese Aktionspunkte und gehen in der nächsten Runde wieder auf Handwerk. Handwerkskunst. So. So, die sind immer noch unterwegs. Die müssen jetzt aber bald kommen. Dann schicken wir die mal zur Arbeit und dann würde ich im Rathaus nochmal gucken, ob vielleicht eine Stelle frei geworden ist. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Genau, unser Geheimfach ist fertig. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelfrau. Unfallbonus, Schutz vor Einbrüchen.
Ich würde halt gerne die Produktivität noch weiter ausbauen. Ich weiß nicht, was wir dafür noch brauchen. Also, ihn hier haben sie zum Lavendel-Sammeln geschickt. Die schicken wir jetzt. Man sieht nicht so richtig, ich glaube aber, das ist ziemlich voll hier. Holzzapfen und Eisen könnten wir mal noch vom Markt mitnehmen. Schauen wir da doch schnell nochmal hin. Unser Karren ist ja schon dort. Also Preise, hier das Elixier ist wieder total im Keller, aber ich glaube 270 für den Ausdauertrank ist gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. Und dann schauen wir schnell noch wegen den Holzzapfen. Achso, weiß ich jetzt nicht, aber Eisen können wir mitnehmen. Holzzapfen ist unter Holzwaren, glaube ich. Aber nehmen wir mal die Eisengeschichten mit, dann können wir mal ein paar von den Bomben bauen. Dann schauen wir im Rathaus vorbei. Aber es gibt keine freien Ämter, schade. Aber man kann auch hier Amtsübersicht, Informant, Scherge, Stadtdiener. Ich würde gerne hier in Richtung Stadtdiener gehen, das ist eigentlich das, was ich möchte. Aber hier habe ich auch wieder einen Konkurrenten drin, der mich nicht leiden kann. Heinrich Aufschneider. Die Aufschneiders und hier die Vollers, okay. Ja, gucken wir mal. So, 7000 Taler. Fehlt nicht mehr viel für das Upgrade von unserem Haus hier. Okay, er produziert hier Elixier, alles klar. Dann laden wir mal das Eisen aus. Und ja, der Preis für die Ausdauertränke war eigentlich ganz okay. Wobei der jetzt hier schon wieder schlecht ist. Ja gut, jetzt haben wir natürlich den Markt voll gemacht. Ne? Sind da aber, wenn wir hier keine... Sehe ich es überhaupt erst? Der kann doch nichts mehr produzieren, oder? Ja, der macht hier nichts mehr. Dann lassen wir den mal die Bomben bauen. Wir haben jetzt Eisen besorgt. So, die sind hier zurück vom Lavendel sammeln. Sehr gut. Dann können wir den hier mal Farben produzieren lassen. Also, anderes Fenster. Farben. Da hier bräuchte man noch Zutaten. Die sammeln wir jetzt im Winter. Diese Zutaten. Dann hier brauchen wir zwei Lavendel dafür und hier brauchen wir zwei von dem Jasmin. Dann lassen wir noch einen hier so Ausdauertränke produzieren. Es müsste ja dann noch was hinzukommen, wenn wir dann den das Upgrade noch gemacht haben. Da haben wir schon geschaut. Jobs gibt es auch keinen. Also das können wir nochmal schauen. Ich glaube, im Keller gab es noch was zum... Hier haben wir alles erweitert. Ich glaube, im Keller gab es noch was, oder? Hier im Labor haben wir auch alles. Im Keller gab es noch was. Hier Fliegenglas. 900, das ist natürlich schon teuer. Aber das ist bestimmt auch total super. Vor allem für die Produktivität, für hier für diese Spinnengeschichten und so ist es, glaube ich, gut. Die Sachen, die man hier im Keller dann entsprechend sammeln kann. Am Teich hier. Spinnenbein, Krötenaugen. So, Lavendel. Ja, es geht im Sommer, geht es also auch noch ganz gut. Was? Ach so, der Beutel war voll, ne? Auf dem Marktplatz beobachtet ihr, dass die Beinkleider von Ratsinformant Christian Töltenhoff nicht so geschlossen sind, wie sie es sein sollten. Dank eures Hinweises kann Christian eine peinliche Situation vermeiden. Oh, wegen schlechter Witterung werden 7% der Waren unbrauchbar. Da
Das ist natürlich bitter. Während einer Hinrichtung werdet ihr unsanft angerempelt. Erst später bemerkt ihr, dass ihr das Opfer eines Taschendiebstahls geworden seid. Euch fehlen 512 Taler. Das ist natürlich bitter. Hier, Heinrich Aufschneider hat sein Gebäude aufgewertet. Kräutersammler. Das ist natürlich auch wieder Verschwendung, wenn die Lager schon voll sind. Denunziant Karl Contino grüßt euch freundlich. Ehrenwertester Kukorin, ich grüße euch in meinem Namen und dem meiner Familie. In diesen harten Zeiten sollten wir nicht nur an unsere Geldbeutel, sondern auch an die unserer Kinder denken. Also es ist ein weiteres Friedensangebot. Jetzt plötzlich sind sie alle so friedlich, nachdem sie mir erstmal ordentlich auf den Keks gegangen sind. So. Die Gewandschneiderei wird verkauft, das ist die hier gleich nebenan. Aber 30.000 ist natürlich eine Ansage. So, Fliegenglas ist fertig. Jetzt noch das Terrarium. 675. Das machen wir noch. Und das, die gingen jetzt auf Produktivitätsbonus. Ne? Okay. Wir schauen nochmal unsere Arbeiter. Achso, die sind noch unterwegs. Die machen gerade gar nichts. Gibt es vielleicht einen Amtsposten zu besetzen? Denunziant, okay. Wir bewerben uns. Bevor wir gar keinen Job haben, nehmen wir auch den Denunzianten. Preise 700, schlechter Preis. Ausdauerdrang eher so mittel. Krötenschleim. Schauen wir mal, wie es mit dem Krötenschleim weitergeht. Wir können jetzt hier auf jeden Fall 12 Aktionspunkte nochmal investieren. Einer unserer Konkurrenten ist Edelmann geworden. Das ist ja eigentlich unser Ziel, ne? Edelmann zu werden. So, Spionage und sowas haben wir jetzt gar nicht gemacht. Wir könnten jetzt natürlich hier mal spionieren. Das machen wir doch mal. Die Stadtdienerin. Spionieren wir mal aus. Vielleicht können wir ihren Posten bekommen. Ja, Nachtwächter und hier Denunziant, das sind alles nicht so meine Jobs. Ich will eher hier diese Schiene gehen. Als Ehrenmann. Handwerker und Ehrenmann. Kein Schuft. Nürnberg bietet das Haus Heim und Hohl für 5000 an. Danke für diese Information, aber eher nicht. So, also ja, wir wollen trotzdem was verkaufen. Wir wollen ja hier die 10.000 Taler zusammenbringen. Ja, hier ist jetzt wieder ordentlich was weggegangen. Aber wir sind jetzt im Winter, ne? Das heißt, jetzt ist nicht gut. Jetzt gucken wir mal hier im Teich. Wir sammeln jetzt mal hier im Teich Sachen ein. Hier, Sigrid, geh mal ein bisschen Krötenaugen sammeln. Hier machen wir noch Ausdauertränke und Bomben. Und was macht der vierte? Moment. Habe ich das gerade übersehen? Also, ah, Farbe. Okay. Wobei Farbe ziemlich voll ist, eigentlich können wir... ich glaube, wir lassen ihn auch was sammeln. Dann können wir nämlich hier mal diesen Krötenschleim herstellen. Karell. Was haben wir? Ich glaube, Spinnenbein haben wir. Genau. Sehr gut. Handwerkskunst. Sind wir gut. Und er hat keine Lust, Fledermausblut zu sammeln, aber es nützt alles nichts. So. Was jetzt noch, was man natürlich mal gucken könnte, ist, wie es hier mit den mit dem Personal aussieht. Also die sind alle Gesellen. Aufsteigen können wir die nicht, aber wir könnten das Lohnniveau nochmal anheben, dass die happier sind.
Okay, ja, nee, also eine Prämie muss es nicht sein. Wir haben jetzt die Löhne erhoben. Das ist doch schon mal gut, oder? 6 Stück Krötenaugen. Wäre jetzt natürlich interessant, ob im. Das ist ja gar nicht gesagt. Das ist jetzt nur meine Annahme, dass das im Winter besser ist. Was ist eure Das Begehr? müsste man natürlich mal erforschen. Müsste man im Sommer auch nochmal eine Runde von dem Zeug sammeln. Vielleicht ist ja Sammeln grundsätzlich im Sommer besser und im Frühling. Wir können noch die schwarze Katze. Wir machen noch die schwarze Katze. 400. So, Räume haben wir alle. Also hier unsere Werkstatt ist ordentlich ausgebaut und jetzt noch ein paar Taler für. Für den Ausbau, dann sind wir noch richtig gut dabei. Ich weiß nicht, hier weiß ich jetzt gerade die Preise nicht mehr. Das war, glaube ich, um die 500. Ausdauertränke 200. Dann bringen wir ihn mal zum Markt und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt mit den Preisen hier. Okay, hier werden die Edelmänner ernannt. Edelmänner und Edelfrauen. Die Steinmetzhütte ist aufgewertet worden. Wir konnten unsere Handwerksfähigkeiten, 6 Krötenaugen, 11 Fledermausblut. 7% der Waren sind unbrauchbar. Mal gucken, ob man da was machen kann. Peinliche Situation vermeiden. 6 Krötenaugen. 9 Spinnenbeine. Terrarium ist fertig. Und wir sind auf dem Marktplatz angekommen. Okay, da haben wir zumindest jetzt mal alles ergründet, was vor sich geht. Wir müssen am nächsten Tag dran denken, unsere Leute in neue Arbeit einzuweisen. Also hier der Preis für das Elixier ist ja wieder mal unter aller Sau. Krötenschleim 900 rum. Ich bin gespannt, was wir mit dem höheren Gebäude dann noch zusätzlich produzieren können. So, Zeit nach Hause zu gehen. Okay. Neues Jahr, neues Glück. Schauen wir mal, ob wir eine Chance haben, gewählt zu werden. Unter den städtischen Informanten ist ein Amt neu zu besetzen. Oh, die können uns. Gonzelmann kann uns schon mal nicht leiden. Und Anatol. Nee, die auch nicht. Ich glaube, wir müssen doch. Wenn mal so ein Stadtschreiberposten ausgeschrieben ist, dann werden wir. Oh, was Neues. Ah, wir sind quasi nachgerückt. Ah, okay. Wir sind nachgerückt. Weil Denunziant ist schon quasi im zweiten Tier. Stadtschreiber. Das ist doch das, was wir wollen. So, wir bewerben uns jetzt mal auf den Stadtschreiber. Und dann schauen wir doch mal, wer ernennt den. Herr, woher weiß ich das jetzt? Ich denke mal, diese beiden hier. Also Amtseinkommen, alleinige Ernennung der beiden Stadtdiener, Absetzungsanträge in der Kammer der Stadtdiener. Aber wer ernennt den? Woher weiß ich jetzt, wer den ernennt? Man weiß es einfach nicht, ja? Wen besteche ich jetzt? Und überhaupt, wie geht das mit dem Bestechen? Habe ich noch gar nicht gemacht. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwie so ein Hinterzimmer oder so. Handlungsgeschick. Meistergrad. Beweise sichten. Spionage. Ich kann niemanden bestechen.
Ich glaube, ich muss in meinem Haus erst... Tja, aber welcher Raum ist jetzt anbauen? Ah, okay, hier ist nochmal Räume einrichten. Hinterzimmer, Bibliothek oder Salon? Welcher Raum ist gut fürs Bestechen? Ich würde mal sagen Hinterzimmer. Oh, wird direkt gebaut, okay. Keine Informationen, direkt Kohle weg. Na gut, so viel zu, wir brauchen 10.000 Pfennige, um unser Dings auszubauen, unser Gebäude. Also 247, das ist okay. Hier ist der Preis immer noch schlecht. Hier, diesen Krötenschleim bräuchte man jetzt. 1.100. Bomben. 414. Ja, was soll's, verkaufen wir die Bomben. Oh, 400. Das geht schnell. Der Preisanstieg geht schnell. So, Entschuldigung. Ja, hier werden die Gebäude aufgewertet. Wir brauchen jetzt Geld. Wir brauchen Geld. Oh, hier ist unser Terrarium fertig. Ah, okay. Rechtsklick gibt Bauinformationen über den Teich. Interessant. Fliegenglas. Bauzeit 720 Minuten. Ah, Auswirkung 15% Produktivitätsbonus. Da sehe ich es jetzt. Interessant. Ah, wenn ich rechts draufklicke. Ah, okay. Interessant. Ich habe was Neues gelernt. Das ist ja super. Das ist ja super. So, wann sind wir eigentlich? Wir sind im Frühling. Ja, dann ist wieder hier Kräutersammeln angesagt, würde ich sagen. So, was brauchen wir jetzt für den Krötenschleim alles? Brauchen wir da noch was dafür? Nee, das haben wir alles. Dann lassen wir jetzt mal ein Eisen. Na, der ist jetzt eh fertig. Das ist hier das letzte Eisen. Das lassen wir noch bauen und dann schwenken wir hier auf Krötenschleim um. Mhm, unser Hinterzimmer ist fertig. Mal schauen, dass wir noch rechtzeitig hinkommen, um die Bestechung loszutreten. Boah, arbeitet der langsam, ey. Ist ja Wahnsinn. Unerträglich. Mietpreisniveau ist geändert worden auf Mittel. Clarissa Borland hat eine Mauerei errichtet. Volland hat sein Gebäude zum Wirtshaus aufgewertet. So, und hier den Bombenbauer, den können wir jetzt... Den können wir jetzt mal Krötenschleim anrühren lassen. Okay, Preise sind gesunken für die Tränke, aber die Bomben sind gerade ganz gut im Kurs. Dann verkaufen wir doch unsere Bomben. Achso, das sind hier Wägen, Karren. Karren brauchen wir gerade nicht. Da kommen wir mit dem einen gut zurecht, weil wir haben ja hier kaum Wege. So, jetzt schauen wir mal in unserem Hinterzimmer, was wir da machen können. Bei Nacht und Nebel verbessern. Spionage. Bestechen. Jawohl. Wir bestechen jetzt auf jeden Fall den hier. Und zwar nein, nicht unser ganzes Geld. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Kann ich den Wert nicht anpassen? Ah, gedrückt halt. Okay. Wahnsinn. Ja, 500 machen wir mal. Wir stechen ihn hier. 500. Ja, sie wird mich nicht wählen. Ich gehe hier nochmal 500 rein. Jetzt sieht das doch ganz gut aus. Das sieht auch gut aus. Und hier, also ich glaube, so viel Geld kann ich gar nicht reinschustern, bis die mich leiden kann. Gucken wir mal, ob das funktioniert mit der Bestechung. Das Gebäude
So, Bombenpreise sind gut. Oh, das ist alles so naja. Ah, wir können hier wieder... Nehmen wir hier nochmal Eisen mit. Die nächste Charge Bomben. Gut. Ah, und Zeit nach Hause zu gehen. Dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt auf die Wahlrunde. Jetzt geht's los. Schauen wir mal. Unter den Stadtdienern wird nun über die Besetzung des folgenden Amtes abgestimmt. Es gibt vier Bewerber. Die Wahl ist entschieden. Okay. Also es ist der Stadtoberste auf jeden Fall, der das entscheidet. Tja, hätte ich die ganze Kohle in investiert, dann hätte es vielleicht geklappt. So, wir haben 13 Aktionspunkte, das heißt, wir können wieder einen Meistertitel verbessern, unseren Bildungsgrad im Handwerkskunst. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Runde. Vielleicht schaffen wir es dann auch, unseren Kräuterladen zu erweitern und vielleicht schaffen wir es auch noch, in ein Amt zu kommen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ja, bis bald, ne? Ciao, servus.